Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest im Video verwendeten Sachs-Stoßdämpfer als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Entferne mit einem Schlitzschraubendreher die Schutzabdeckung der Stoßdämpferköpfe. Löse mit einem 13er Maulschlüssel die drei Haltemuttern des Stoßdämpfers um einige Umdrehungen, um genügend Raum für die nächsten Vorgänge zu schaffen. Bei diesem Vorgang greifst du in die Vorderachse deines Autos ein. Wenn du die vorderen Stoßdämpfer an deinem Fahrzeug wechselst, ist es daher ratsam, danach die Parallelität wieder einzustellen. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern. Um die vorderen Stoßdämpfer an deinem Auto zu wechseln, musst du die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Hebe den vorderen Teil des Wagens an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial "Deinen Wagen sicher anheben" anzuschauen. Vergiss nicht, die Räder unter das Fahrzeug zu schieben. Nun musst du das obere Kugelgelenk der Koppelstange entfernen. Dazu empfehlen wir dir unser Video, wie die Koppelstange-Pendelstütze vorne am Fiesta 6 wechseln anzuschauen. Ziehe mit einem Flachschraubendreher den Schlauch vom ABS-Sensor ab. Entferne ihn. Bürste die Befestigungslasche des Bremsschlauchs ab und besprühe sie mit Kriechöl. Löse mit einem 10er Maulschlüssel die Befestigungslasche vom Bremsschlauch. Nimm sie dann heraus. Bürste die beiden Schrauben des Stoßdämpfersockels ab. Achte darauf, dass du das Kriechöl nicht auf die Bremsscheibe sprühst. Falls dies doch passiert, reinige sie mit Bremsenreiniger. Löse mit Hilfe eines Steckschlüssels, eines 18 mm Steckschlüsseleinsatzes und eines 15er Maulschlüssels die beiden Muttern am Dämpferfuß. Entferne die Muttern. Du kannst dir einen kleinen Hammer zu Hilfe nehmen. Bereite ein stabiles, erhöhtes Element vor, damit du den Achsschenkelträger deponieren kannst, sobald er freigelegt ist. Löse den Stoßdämpferfuß vom Achsschenkelträger. Jetzt liegt der Stoßdämpferfuß frei. Halte den Stoßdämpfer mit einer Hand fest und schraube mit der anderen Hand die Haltemutter fest. Entferne den Stoßdämpfer. Um den Stoßdämpfer zu wechseln, musst du ihn von der Feder lösen. Du findest in der Tutorial-Beschreibung das im Video verwendete Werkzeug, das unserer Meinung nach am geeignetsten ist für diesen Vorgang. Achtung, sei vorsichtig, wenn du die Feder zusammendrückst. Dies ist nicht ungefährlich und erfordert große Aufmerksamkeit. Spanne den Stoßdämpfer im Schraubstock ein. Ziehe dann die Kompressoren der Stoßdämpfer wieder fest. Kontrolliere, dass er durch die Verriegelungsstifte festgehalten wird und drücke dann die Feder langsam mit der Ratsche und dem passenden Einsatz zusammen. Sobald der Stoßdämpfer frei in der Feder liegt, kannst du mit einem geköpften 18er Schraubenschlüssel und einem 6er Inbusschlüssel den Stoßdämpferteller lösen. In den extremsten Fällen musst du einen Schlagschrauber verwenden. Du kannst auch das im Video verwendete Spezialwerkzeug benutzen, das dir die Arbeit sehr erleichtern wird. Dann folgt der Ausbau des Stoßdämpfertellerblocks. Des Anschlagpuffers, des Balks. Entferne den Stoßdämpfer von der Feder.
Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest die im Video verwendeten Sachsteile und Produkte als Link in der Beschreibung. Bevor du die neuen Stoßdämpfer einbaust, musst du sie vorspannen, indem du die Stoßdämpferstange senkrecht nach unten drückst, um das Gas und die Hydraulikflüssigkeit voneinander zu trennen. Löse die Mutter an der Stange. Positioniere den Stoßdämpfer in der Feder. Danach kommt der Einbau des Anschlagpuffers, des Balks der oberen Federstütze des Stoßdämpfertellers. Schraube die Mutter wieder etwas an. Achte darauf, dass du das Federbandstützlager richtig in die obere Federstütze einsetzt und schraube zum Schluss die Mutter wieder an den Schaft der Stoßdämpferstange. Ziehe fest an. Schraube das Federspannwerkzeug vorsichtig ab und achte dabei auf die Position der Feder auf der unteren Stütze des Stoßdämpfers. Die Vorbereitung für das neue Teil ist nun abgeschlossen. Reinige die Auflagefläche des Federbeinstützlagers mit einer Bürste. Setze den Stoßdämpfer mit der oberen Seite ein. Schraube die Haltemutter des Federbeinstützlagers grob fest. Setze den Achsträger im Stoßdämpfersockel ein. Bringe die Schrauben wieder an und ziehe sie dann an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Entferne den Wagenheber. Bringe die Koppelstange wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Klemme den Schlauch des ABS-Sensors wieder an. Schraube die Halterung des Bremsschlauchs wieder an. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Das Festziehen der drei Haltemuttern des Federbeinstützlagers erfolgt mit einem Drehmomentschlüssel, sobald das Fahrzeug auf dem Boden steht. Vorgang beendet.
Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!